Hallo meine Damen und Herren, willkommen zum Dienstagsvideo. Die Volvos haben mal wieder mitten in der Nacht ein Update gepresst und hier ist unter anderem ein Punkt dabei, der auf einer speziellen Map die Taktik so ein gutes Stück über den Haufen werfen könnte. Was das genau ist, schauen wir uns jetzt an. Let's go! Ich hatte eigentlich schon Glück aufgenommen für heute. Ich bin noch ziemlich im Arsch, jetzt ist es 7.80 Uhr früh. Und zwar wurde das 2 ein kleines bisschen verändert. Viele von euch erinnern sich vielleicht noch an einen schnellen Short-Boost hier auf das 2, doch jetzt kann man ganz alleine auf Short. Diese Änderung wirkt für jemanden, der noch nicht lange spielt, möglicherweise als winzige Änderung, kaum wahrnehmbare Änderung. Aber das ist ein Batzen. Diese Veränderung ist übrigens einfach bei den Maps bei Das 2 wie folgt beschrieben. Der Kistenstapel bei Outside City Richtung A-Side wurde modifiziert. Und wer schon eine Weile bei uns mit am Start ist, der kennt vielleicht noch unsere 99 Damage Zeit, als wir dort mit unserem Team gespielt haben. Und diese schnellen A-Boosts, wo dann einer ganz schnell hier hochgeklettert ist, ne, auf die Position, die man halt hier hatte, und der andere hat dann irgendwie ganz flott den hier, zack, zack, bubabab, und war dann oben. Das war eine Sache, die man halt einstudieren musste. Man hat ja auch nach Spawns gespielt, das heißt, jeder musste es schnell machen können, wenn es gefordert war. Und die Sache ist jetzt eben die, der A-Short-Spieler kann direkt hoch und hat ein recht angenehmes Timing, um Richtung Short oder Mitte wirken zu können. Der Langspieler, der den Boost machen musste, ist eben nicht verspätet, sondern kann einfach direkt mit dem anderen Kollegen weiter auf Lang. Und so kann sich die gesamte Dynamik hier auf A bereits am Anfang der Runde verändern. Ach ja, und so nebenbei, vergesst die Stat-Track Desert Eagle Code Red nicht, die es heute im Livestream gibt, im Giveaway. Ab 18 Uhr sind wir heute Abend am Dienstag wieder live, kommt einfach dazu. Weiter geht's. Aber natürlich hat man hierdurch auch im späteren Verlauf des Spiels jetzt eine viel bessere Möglichkeit, um auf Side zu kommen. Jeder von euch kennt die Situation sicherlich, wenn eure A-Leute hier auf Long fallen und du von B und Mitte noch rechtzeitig hier hinkommst, also hierhin, und nicht getroffen wirst und schnell noch einen hochboosten willst, dann muss hier schon auch alles klappen, damit man da zeitig oben ist. Jetzt smoked man hier einfach ab und geht dann alleine hoch. Das ist schon echt eine krasse Veränderung. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das jetzt selbst bewerten soll, weil das 2 haben wir ewig nicht mehr gespielt. Wie gesagt, ich habe noch diese 99 Damage Erinnerung drin mit dem schnellen Boost auf A halt. Ich brauche schnell einen A-Short-Boost, zack, zack. Ich glaube, es hat da sogar einen gewissen Namen, offiziell oder nur bei uns, ich weiß es nicht mehr. Und dann wurde das halt schnell durchgeführt. Und du warst halt, wie gesagt, als, ich sag mal, dritter Mann bei A oder A lang, wie auch immer, halt langsam. Du hast dein Mate hier schnell hochgeboostet und dann warst du halt verzögert. Du konntest dann vielleicht noch für den A-Lang-Boy nochmal flashen oder halt dann direkt auf Side gehen, aber halt auch hier außen rum. Jetzt können da auch einfach 2 hochgehen und ein anderer kann alleine lang. Also man kann hier viele, viele Sachen draus stricken bereits am Anfang der Runde, aber eben auch später. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt als Terrorist beim Anlaufen hier über A-Lang mit mehr Counterterroristen hier oben drauf zu rechnen hast, die steigt jetzt natürlich, weil sie viel einfach nach oben kommen und hier theoretisch keiner stehen bleiben muss, weil er halt am Ende nicht mehr hochkommt. Das ist auf jeden Fall eine große Veränderung hier für die A-Seite und da kann man jetzt schon gespannt sein, wie die ganze Sache auch von den Profis bespielt wird dann im nächsten Major Ende des Jahres. Die restlichen Änderungen bei Maps sind im Vergleich zu dieser großen Änderung auf das 2 halt lächerlich. Also du hast hier Clipping Adjustments auf Nuke, sehr schön, und Assembly sowie Memento wurden auf ihre aktuellste Version gebracht. Ich weiß nicht genau, warum man das hier überhaupt einfügt. Das ist irgendwie so selbstverständlich. Also hätte ich jetzt zumindest gedacht, dass die Maps immer auf der neuesten Version sind. Du kannst hier dann nochmal in die Change Notes reinschauen und siehst zum Beispiel, dass dir ein Edge-Glitch gefixt wurde. Also versteht mich da nicht falsch, es ist sehr schön, dass das alles gemacht wird, klar. Aber ob diese 2 Punkte jetzt hier drin stehen müssten, weiß ich nicht. Und falls doch, warum schreibt man nicht direkt einfach diesen Inhalt hier rein? Vielleicht, weil es eben nicht von den Volvos selbst gemacht wird, sondern von dem Ersteller von Assembly und sie updaten nur die Version und deswegen schreiben sie nur rein. Wir haben übrigens, ne? Und hier bei Misk, da sind noch ein paar besondere Dinge hinzugekommen. Zum Beispiel hat London jetzt eigene Game-Server, offizielle. Okay. Könnt ihr euch noch an mein Video von vor circa 2 Wochen erinnern? Nur noch Deutsche in CS2 Premiere. Teilen sie gerade irgendwie die Server auf oder ein? Hm? Des Weiteren wurde die Penetration von Feuereffekten durch dünne Wände reduziert. Und die Spiele, die beim letzten Major mitgemacht haben, haben endlich die Trophäen auf ihren Profilen. Ja, das klingt sehr gut. Ja. Mhm. Und zu guter Letzt haben die Workshop-Tools noch ein neues Setting bekommen für die Minimap. Super. An sich halt, ja, naja, Standard-Update, also nichts Besonderes. Das ist natürlich, das ist schon besonders, aber da wird sich noch herausstellen müssen, wie gut oder schlecht das Ganze jetzt ist. Vor kurzem wurde ja Vertigo angepasst und die A-Side wurde verändert. Jetzt haben sie bei der A-Side bei das 2 rumgeschraubt. Warum nicht? Doch was mir noch so ein bisschen im Auge kratzt, ist, dass am 16. Juli diese Regelung da für die Wettkämpferei da und so, dass die einen eigenen Blogpost bekommen hat, weil es scheint so, also optisch, als hätte man für Juli jetzt schon ein Update fertig.
Und jetzt kommt dann praktisch erst wieder im August ein Update-Block. Ich hoffe es ganz feste nicht. Wir hatten hier unten bei Major ja auch mehrere Update-Blocks, klar. Deswegen bin ich noch guter Dinge, dass das hier nicht das einzige sein wird. Hoffentlich, dass wir im Juli sehen. Dieser Part des heutigen Updates ist natürlich recht fett. Aber auf keinen Fall fett genug, dass man jetzt sagen könnte, ja komm, man könnte hier einen vergleichbaren Update-Block reinhauen. Wie hier zum Beispiel. Das waren super Updates mit sehr viel neuem Kram. Und Settings und so weiter und so fort. Und auch dieses Update war ein Banger. Ja, meine letzten Worte hierzu. Sagt mir einfach, wie ihr dieses Update fandet. Wir hauen einen Patch Wildfire raus, hier zum Agenten aufpatchen an der Seite. Ihr schreibt einfach in die Kommentare, wie fandet ihr jetzt diese spezielle Sache hier auf das 2? Sagt ihr, okay, interessant oder eher? Haut es in die Kommentare, dann seid ihr automatisch bei diesem Patch Giveaway mit dabei. Ja, dann haue ich mich gerade wieder ins Bettchen. Viel Spaß mit der Info hier. Denkt dran, heute Abend 18 Uhr Livestream. Dazukommen und mitmachen. Viewer Games, Star Trek Desert Eagle, die rote halt. Hier Code Red Giveaway kann man schon mal machen. Bis dann. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.